Hallo und herzlich willkommen. Heute mache ich mal ein ganz kurzes Tutorial. Und zwar stelle ich euch jetzt hier mal bei Adobe Photoshop CS5 das Dateimanagementsystem vor. Wir werden hier auch Bilder sortieren und nur damit ihr mal wisst, was die Bridge denn überhaupt ist. Und zwar geht es hier um Bridge und die Mini-Bridge. Da werde ich euch zeigen, wie ihr ein bisschen navigieren könnt. Und was es sonst halt noch so auf sich hat damit. So, jetzt öffnen wir dann erstmal Bridge. Dafür klickt ihr hier oben links auf dieses kleine Symbol BR. Und da öffnet sich auch schon die Bridge. Das dauert einen Moment. Und da habt ihr dann hier schon direkt so die ersten Bilder. Ja, ist eigentlich, man sieht es schon auf den ersten Blick, recht einfach aufgebaut. Hier ist die Ordnerstruktur, der Ordnerbaum. Da könnt ihr dann den Ordner halt anklicken, wo eure Bilder drin sind. Hier in der Mitte habt ihr halt einen Vorschaubereich. Der ist auch in der Größe variierbar, wie gesagt. Und wenn ihr hier Bilder anklickt, dann erscheinen die hier nochmal in der Vorschau. Und hier habt ihr dann noch die einzelnen Bilddaten zu eurem Bild. Farbmodus, Größe, Dateityp und so weiter und so weiter. So, weiter geht es dann hier auf der linken Seite. Da habt ihr hier noch halt verschiedene Filter. Unter Sammlungen könnt ihr halt Bildersammlungen hinzufügen. Und dann könnt ihr hier noch Erstellungsdatum zum Beispiel nach Erstellungsdatum sortieren. Und Beschriftungen könnt ihr hier halt auch vornehmen zu den jeweiligen einzelnen Bildern, um die nachher halt besser ausfindig zu machen, je nachdem wie ihr die halt sortiert habt. So, dann kommen wir mal jetzt zu diesem Mittelteil hier. Da könnt ihr die Bilder anklicken. Ihr seht natürlich hier an den Metadaten, in welcher Qualität und in welcher Auflösung zum Beispiel die Bilder gemacht sind. Dennoch kann man hier ja nicht immer sehen, über welche Qualität die verfügen oder wie die aussehen. Da könnt ihr zum Beispiel hier unten über diesen Schieberegler, wenn ihr das Bild angeklickt habt, wenn ihr den hochzieht, könnt ihr halt die Bilder auch vergrößern, eben bis zur maximalen Auflösung, dass ihr dann hier auch genau seht, in welcher Qualität das halt ist. Und das könnt ihr halt für jedes Bild einzeln machen, je nachdem, in welcher Größe die bei euch vorliegen. Also ist recht praktisch. Dann kann man schon sehen, alleine vom Anschauen her, in welcher Qualität das Bild vorliegt. So, dann haben wir noch eine nette Funktion. Also ihr habt hier oben dieses Vorschaufenster. Wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt, dann habt ihr hier ein Vorschaubild. Wenn ihr da mit der Lupe einen Linksklick macht an der Stelle, geht so ein Lupenfenster auf und dann seht ihr halt durch die Lupe eine hundertprozentige Vergrößerung. Das ist halt, wenn ihr Bilder bearbeiten wollt und wie das halt ist. Und immer diese rechte obere Ecke hier, die linke obere Ecke, wo die Lupe war, wird immer in 100%iger Vergrößerung angezeigt, um eventuell Ungenauigkeiten oder irgendwie was rauszufinden. So, mit einem Linksklick wieder auf die Lupe geht die weg. Dann habt ihr noch eine Möglichkeit, ihr habt hier das Bild markiert und könnt dann ganz einfach per Space-Taste, drücken wir mal drauf, das Ganze im Vollbildmodus betrachten. Auch um Ungenauigkeiten oder überhaupt die Gesamtqualität des Bildes besser beurteilen zu können. Und mit einem weiteren Tipps auf die Space-Taste könnt ihr das Ganze wieder rückgängig machen in den Originalzustand. So, und um Bilder überhaupt erstmal so für den ersten Eindruck am besten bewerten zu können, gibt es hier in der Bridge auch noch den sogenannten Betrachtungsmodus. Den findet ihr hier oben. Entweder klickt ihr da auf Betrachtungsmodus oder halt das Shortcut Steuerung B. Da klicke ich mal drauf, dann kommt ihr hier halt in diesen Betrachtungsmodus. Ist auch eine sehr schöne Sache, um die Bilder vorab mal beurteilen zu können. So, in diesem Betrachtungsmodus befinden sich dann auch hier alle Bilder, die in dem von euch ausgewählten Ordner vorhanden sind. Und mit den Pfeiltasten könnt ihr dann einfach alle Bilder, die sich in diesem Ordner befinden, halt durchklicken. So, und das ist halt auch nicht nur einfach ein Betrachtungsmodus, sondern wenn ihr hier in dem Betrachtungsmodus halt die Taste H drückt auf eurer Tastatur,
dann seht ihr, blendet euch die Bridge hier die Befehle ein, was ihr halt mit diesen Bildern dann eventuell machen könnt. Da stehen die Shortcuts davor, zum Beispiel Betrachtungsmodus beenden mit Escape. Ja. Wenn ihr auf die Bilder klickt, Lupe anzeigen, eben hier stehen, also die Bilder drehen. Ihr könnt die Bilder hier direkt bewerten zum Beispiel. Ja. Wenn ihr die vorab mal sortieren wollt und in Kamera RAW öffnen, für da schon vorab zu bearbeiten. Dazu werde ich später noch mal ein kleines Tutorial machen. Ansonsten ist das hier eigentlich eine feine Übersichtssache, um die Bilder vorab erstmal zu bewerten und in verschiedene Qualitätsbereiche oder Kategorien halt eben einzuteilen. So, dann wollen wir das mal wieder beenden. So, bevor wir halt jetzt das Ganze hier beenden, zeige ich euch noch, wenn ihr wieder die Taste H drückt, verschwinden diese Befehle wieder. Aber wir machen es nochmal kurz auf und wenn ihr jetzt, ihr könnt halt auch während dieses Befehlsfenster hier auf ist, könnt ihr eure Bilder weiter durchtappen, falls ihr mal einen Befehl vergessen habt oder so, damit ihr nicht ständig diese Befehle wieder aufrufen müsst. Also wie gesagt, das kann offen bleiben und ihr könnt eure Bilder trotzdem weiter sortieren. So, da schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Also mit Escape könnt ihr das hier zum Beispiel beenden. Mit der Taste C könnt ihr Sammlungen erstellen. Das heißt, wie ich schon zuvor in dem Übersichtsfenster gesagt habe, hier unten war ja auch ein kleiner Reiter namens Sammlungen. Da werden dann die von euch ausgewählten Bilder, die ihr ausgesucht habt, da reingepackt und die findet ihr dann halt auch unter Sammlungen wieder. Genauso wie halt, ja gut, die restlichen Befehle erklären sich von selber. Zum Beispiel, wenn ihr, da sind jetzt hier bei mir nur 5 Fotos drin, aber es gibt ja durchaus Ordner mit 50 und mehr Fotos. Da könnt ihr zum Beispiel auch die Fotos aus der Auswahl einfach rausnehmen, die dann hier sein sollen. Und die nachher einfach die, die ihr aussortiert habt, die dann übrig bleiben, in eine Sammlung erstellen. Und die restlichen werden dann gesondert halt abgelegt. Wenn zum Beispiel ein Bild ist, was da nicht reinpasst oder wie auch immer, die Kriterien legt ihr natürlich selber fest. So, dann habt ihr natürlich auch noch Möglichkeit, direkt die Bilder hier zu bewerten. Diese Bilder werden dann auch entsprechend im vorherigen, in diesem Allgemeinfeld, werden die auch dann mit der Bewertung direkt abgelegt. So, dass ihr zum Beispiel, was weiß ich, Bewertung 3 habt, dann werden dort alle Fotos mit der Bewertung 3 halt angezeigt. Die Kriterien müsst ihr selber festlegen. Ne? Und zum Beispiel mit, weiß ich nicht, was haben wir hier noch? Steuerung U, Umschalt U, Entschuldigung. Damit könnt ihr zum Beispiel die Bilder dann auch drehen. Dann drücken wir mal H. Ich habe jetzt mal gerade das Bild ausgewählt. Dann machen wir mal Steuerung und U. Seht ihr, da könnt ihr halt auch die Bilder dann entsprechend drehen, je nachdem, wie es sich halt anbietet. So, dann können wir ja nochmal die Taste H drücken und dann gucken wir mal für dieses Bild zum Beispiel, Bewertung 1 bis 5, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 1 drücke, dann seht ihr hier unten, kommen dann halt die Sterne, das ist halt die Qualität der Bilder oder egal, wie ihr das Auswahlkriterium eben festlegt und damit könnt ihr die Bilder dann halt direkt und einfach bewerten. So, dann hätten wir dann hier natürlich noch die Tasten 6 bis 9. Damit könnt ihr dann die jeweilige Unterlegung der Sterne, also eurer Bewertung, noch mit Farben unterlegen. Rot zum Beispiel gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Grün ist passabel. Blau, also ist euch überlassen. Für eure Bilder zu sortieren ist das eigentlich eine tolle Möglichkeit, eure Bilder so zu sortieren, dass ihr die auch nachher schnell wiederfindet, was eigentlich auch der Sinn und der Zweck auch dieser Bridge ist. So, dann machen wir das einfach mal. Gehen wir mal hier, 2 Sterne. Nehmen wir mal das nächste Bild, geben wir auch mal 2 Sterne und auch mal eine Farbe. So, nehmen wir das dritte, 3 Sterne und nehmen wir mal die Farbe. Und ja, das haben wir jetzt erstmal so gemacht. Dann werden wir das Ganze mal schließen. Dann beenden wir den Betrachtungsmodus mit Escape. Und hier könnt ihr dann schon in der Übersicht sehen, direkt sind unsere Einstellungen hier halt in der Übersicht übernommen worden. Die Farben, die Bewertungen der Sterne und, und.
So, jetzt guckt ihr hier links. Da gab es ja diesen Reiter Beschriftung. Jetzt steht hier halt, stehen die ganzen Sachen hier drin. Wenn ihr jetzt da hunderte von Fotos habt, ja, und habt dann welche alle rausgesucht, die euch jetzt zum Beispiel dann halt eben nicht gefallen, dann klickt ihr hier einfach auf Rot. Und dann werden euch quasi dann nur die Bilder angezeigt, die ihr mit Rot markiert habt. Aber egal mit welcher Bewertung. Das Ganze könnt ihr dann noch mehr eingrenzen. Wenn ihr hier unten dann draufklickt, zum Beispiel nur die, die 2 Sterne bekommen haben, dann werden euch alle roten und nur die Bilder, bei denen ihr 2 Sterne vergeben habt, angezeigt. Ist also auch eine nette Sache für die Bilder halt im Vorfeld auszuselektieren. So. Jetzt habt ihr das hier halt ausgewählt. Jetzt könnt ihr euch die Bilder halt direkt in Photoshop öffnen lassen oder direkt in RAW öffnen lassen, um weiter zu bearbeiten. Oder verschiedene Ebenen könnt ihr die in verschiedenen Ebenen legen. Dazu werde ich später noch was sagen im nächsten Tutorial. Jetzt wird das hier zu umfangreich. Aber klicken wir das erstmal wieder ab. Dann werden halt eben wieder alle Bilder, die sich in diesem Ordner befinden, angezeigt. So, darüber hinaus bekommt ihr dann natürlich noch angezeigt, wie viele Bilder zum Beispiel rot markiert sind. Das wird hier, ist jetzt in dem Fall bei mir nur 1, weil ich ja nur 5 Bilder drin habe, also von jeder Farbe ein Bild. Das ist ja jetzt hier noch übersichtlich, aber was weiß ich, wenn ihr Urlaubsfotos habt oder Ebay-Fotos, dann kann schon mal schnell 200, 300 Stück sein. Dann könnt ihr hier schon mal eine Vorauswahl treffen in Bridge, die alle markieren und bewerten von der Qualität oder wie auch eure Kriterien dafür sind und könnt dann ganz einfach immer euch die anzeigen lassen, die ihr bearbeiten wollt oder die ihr bearbeiten müsst. Zum Beispiel die roten sagt ihr sind okay oder sind okay, aber müssen noch nachbearbeitet werden. Dann könnt ihr hier halt ganz einfach eure Auswahl treffen. Bei 5 Bildern jetzt nicht unbedingt, aber bei 50 oder 100 Bildern ist es schon eine sinnige Option. Also es erleichtert einem die Arbeit. So, jetzt möchte ich euch dann noch zeigen, wie ihr zum Beispiel Kontaktabzüge drucken könnt. Also alle Bilder, die innerhalb eines Ordners sind, zum Beispiel auf dem DIN A4 Blatt und dann halt quasi eine Übersicht drucken, falls ihr die Bilder jemandem zeigen wollt, eben Kontaktabzüge. Das geht auch ganz, ganz simpel. So. Dazu geht ihr jetzt einfach hier oben rechts auf Ausgabe. Ja, es dauert einen Moment. Und jetzt hat sich... Ich dachte schon, es hat sich aufgehangen. Nee, so. Und jetzt seht ihr hier, wie man es hier machen kann. Hier als PDF oder eben hier als Webgalerie. So, jetzt haben wir das Fenster hier auf. Jetzt markiere ich einfach mal hier unten alle Bilder. So, habe ich hier die Elemente ausgewählt. Und mal gucken wir mal hier rein. Ich entscheide mich jetzt dann auch einfach mal für so einen 5:8 Kontaktabzug und dann hier PDF und dann auf Vorschau aktualisieren. Das dauert einen Moment. So, jetzt erstellt er mir die ganze Geschichte. Und jetzt seht ihr, macht ihr mir halt hier auf der DIN A4 Seite halt so einen Kontaktabzug mit Beschriftung und die Bilder. Wenn ihr natürlich mehr habt, sind das mehr Bilder. Und dann habt ihr natürlich hier unten dann noch Einstellmöglichkeiten, ja. DIN-Formate, Foto oder Web, Papiergröße, Breite, also alles Mögliche. Die Qualität natürlich. Und hier habt ihr noch diverse Einstellmöglichkeiten, wie das Ganze aussehen soll. Ja. Das geht dann hier um. Kann man noch eine Kopfzeile hinzufügen, den Text oder wie auch immer, als Mappe, Kunstmappe oder wie auch immer. Also ihr habt ja jede Menge Möglichkeiten. Nur mal so als Tipp, falls ihr die Bilder jemandem vorführen oder zeigen wollt. So, alle Änderungen, die ihr natürlich dann hier unten vornehmt, ne, werden nicht sofort hier angezeigt. Da müsst ihr immer wieder hier auf Vorschau aktualisieren gehen. Wie zum Beispiel hier auf Querformat. Ich aktualisiere das mal. Erst nach der Aktualisierung wird euch das immer aktuell angezeigt. So, nachdem ihr dann alles eingestellt habt nach euren Wünschen und so,
dann geht ihr hier einfach auf Speichern. Danach werdet ihr direkt dann hier aufgefordert, wo ihr das hier halt abspeichern wollt. Und dann könnt ihr die PDF-Datei einfach öffnen mit Adobe Reader oder Acrobat Reader oder mit einem Programm eben, was PDF-Dateien öffnen kann, und könnt euch dann den Kontaktanzug eben ausdrucken. Eine feine Sache. Wer es machen möchte oder wer zum Beispiel genug Druckerfarbe hat, der kann es natürlich dann gerne machen. So, soweit erstmal jetzt zur der Bridge. Jetzt wollte ich euch noch eine Kleinigkeit zur Mini-Bridge erzählen. Dazu werden wir jetzt erstmal diese normale Bridge hier schließen, sodass wir wieder im normalen und hier wieder auf dem Photoshop sind. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr über Mini-Bridge die Fotos direkt in Photoshop bearbeiten könnt. So, und die Mini-Bridge findet ihr auch im Photoshop. Entweder hier angedockt, MB für Mini-Bridge, oder halt hier oben, direkt rechts neben der großen Bridge. Wenn ihr dann da draufklickt, öffnet sich dann hier die Mini-Bridge. Also hier habt ihr auch im Moment die ganz bekannten Funktionen, wie der vorher von der großen Bridge. Hier habt ihr diesen bekannten Slider für die Bildgröße zu ändern. Ihr könnt das Fenster hier vergrößern und verkleinern, je nach Monitorgröße, und könnt euch das anpassen in Höhe und Breite. Aber ansonsten doch ein recht bekanntes Bild, eben zur großen Bridge. Darüber hinaus könnt ihr euch das dann hier auch wieder umstellen, hier unten, als Filmstreifen oder alle Details. Da seht ihr auch eure Bewertungen hier links daneben, die ihr halt vergeben habt. Oder eben als Liste, da seht ihr auch die Bewertungen, die Beschriftungen. Also ist euch überlassen, wie ihr das hier einstellt. Und genau wie in der großen Bridge habt ihr hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel euer Vorschaufenster noch einzublenden. Wenn man hier dann halt ein Bild anklickt, ist bei dieser Größe nicht gerade ratsam oder würde dir halt nicht viel bringen. Deswegen klicke ich das wieder ab. Das könnt ihr dann wie in der großen Bridge einfach euer Bild markieren. Und wenn ihr dann die Leertaste drückt, kommt ihr automatisch wieder hier in diesen Vollbildmodus. Da könnt ihr dann halt auch über die Mini-Bridge eure Bilder begutachten. Darüber hinaus könnt ihr dann natürlich wie auch in der großen Bridge über diesen Reiter hier eure Bilder ein oder mehr Sterne, also die Bilder, die ihr bewertet habt, mit einem Stern, mit zwei Sterne, könnt ihr die halt auch anzeigen lassen. Wie gesagt, hier werden dann nur Bilder angezeigt, die nur zwei Sterne haben. Ja, oder, wie gesagt, das ist halt euch überlassen. Ja, aber lassen Sie mal wieder alle anzeigen. Und naja, wie gesagt, alles was die Funktion der großen Bridge hat, hier in Mini-Format. Darüber hinaus könnt ihr, wenn ihr ein Bild jetzt hier zum Beispiel ausgewählt habt und ihr wollt es jetzt in Photoshop bearbeiten, hier über dieses kleine Icon Extras platzieren. In Photoshop könnt ihr es öffnen und dann gibt es hier noch andere Optionen, Stapelverarbeitungen und so weiter und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber wie gesagt, aus der Mini-Bridge heraus könnt ihr dann auch schon direkt Bilder von hier aus über die Mini-Bridge in Photoshop öffnen. Gehen wir mal wieder raus. Darüber hinaus könnt ihr natürlich dann auch, wir markieren halt mal die Bilder, hier unten über dieses kleine Emblem könnt ihr wieder in den altbekannten Betrachtungsmodus gehen, wo ihr dann wieder über der H-Taste eure Befehle bekommt, wie in der großen Bridge. Da habt ihr halt genau dieselben Funktionen. Beenden wir mal wieder. Und wie gesagt, das alles aus der Mini-Bridge. So, also wie gesagt, die Mini-Bridge ist halt verarbeiten in Photoshop. Auch nicht verschlecht. Gehen wir mal drauf. So, dann geht ihr hier auf Öffnen. So, dauert im Moment, da öffnet er mir das. Und wenn ich dann sage, mir gefällt das noch, dann öffne ich das und dann öffnet er mir die halt hier oben, mache ich die Mini-Bridge zu und dann kann ich halt die Fotos hier bearbeiten. Wie halt gewohnt mit Photoshop. So, und dann nehme ich das wieder raus, wenn mir das nicht gefällt. Hier kann man dann eben wieder auf die Mini-Bridge klicken, ist man direkt wieder in seinem Ordner und will stattdessen das haben.
einfach auf Bild öffne, wird das halt wieder hinzugefügt. Also eine feine Sache, diese Mini-Bridge. Darüber hinaus können Sie natürlich auch direkt aus der Mini-Bridge zum Beispiel JPEG-Dateien auch in Kamera RAW direkt öffnen. Dazu klicken wir einfach hier drauf, dann sehen Sie hier unten schon den Reiter in Kamera RAW öffnen. Schließen wir die Mini-Bridge und wie gesagt, dann kann man auch die JPEG-Dateien direkt in Kamera RAW bearbeiten. So, sehen Sie, Kamera RAW ist es geöffnet, haben Sie hier halt alle Vorteile und können im Kamera RAW Ihre Änderungen direkt vornehmen. Also, eine wunderschöne Sache, diese Mini-Bridge. Und vor allem auch praktisch. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Info-Tutorial erstmal gefallen. Weitere werden folgen. Ansonsten viel Spaß beim Anschauen und Dankeschön.